Hey Leute, willkommen zurück bei Elex. Wir sind immer noch im Lager der Mitte und wie sollte es natürlich anders sein? Eckhart hat in der letzten Folge mächtig ein paar auf die Fresse bekommen. Geschieht ihm auch recht, so wie er sich uns gegenüber verhalten hat. Und haben aber dadurch einige XP noch bekommen und wir haben sogar noch 15 Attributspunkte. Ich weiß noch nicht genau, wohin damit. Da ich erstmal noch gucken wollen würde, wegen... ja, eventuell andere Waffen oder neue Waffen, was die dann an Attribute brauchen. Deswegen bin ich mir da jetzt noch nicht ganz so schlüssig. Jedenfalls unsere ursprüngliche Aufgabe, das mit Crony hatte ja da nicht geklappt, zum verbotenen Tal. Da wollen wir nochmal hin. Wo war denn? War das hier eigentlich? Wo sind wir denn abgestürzt? Ist das das abgestürzte Raumschiff? Ich überlege gerade, wo wir nämlich angefangen haben. Ob das hier war? Aber das werden wir vielleicht sehen. Denn man kann ja, warte mal, Marker setzen mit X. Würde ich mal, oh, schön. Würde ich mal dort auf der Brücke oder was das sein soll setzen. Ja, und dann gehen wir da mal wieder langsam und schön geschmeidig in die Richtung. Können auch hinten raus aus dem Lager. Müssen wir, bevor ich jetzt hier nochmal um den Berg renne. Ich hatte mir nochmal die von hier aus gesehen 4 Folgen vorher das angeschaut. Und da hatte ich dann langsam begriffen dieses Kampfsystem, ne? Und dann die Folgen drauf, die ein, zwei Folgen drauf, immer wieder probiert und da ging es dann ganz gut. Heute ist nämlich nächster Tag, neue Aufnahmerunde für mich jetzt. Und musste das nochmal kurz so rekapitulieren lassen, was da denn passiert war. So. Da, das Trollkraut hole ich mir. Man soll das ja auch upgraden können, dieses Jetpack. Aber wie genau, weiß ich nicht. Und möchte ich auch nicht wissen. Also falls das jemand von euch weiß, ihr müsst mir da jetzt nicht unbedingt schreiben, wie das dann geht oder so. Easy. Also die neue Waffe, die macht zwar bloß 8 Schaden mehr, aber in Bezug auf die 3er oder vielleicht sogar auf die 4er-Kombo, haut die dann doch schon nochmal deutlich mehr raus. Also das mit den Kombos ist wirklich enorm wichtig. Hier drüben war so ein Raptor. Ich überlege, ob wir mal vielleicht gegen den mal probieren wollen. Ich meine, hier rennen schon viele rum. Ist es denn nicht möglich, die vielleicht auch mit... Oh nee, das ist ja was ganz anderes. Ach du Schade. Komm, isst mal noch einen zweiten. Durch das mal Stalker. Oder wie man hier in Elexland sagt, Stalker. Okay, da hat sich selbst. Okay, selbst mit der 4er-Kombo habe ich keinen merklichen Schaden abgezogen. Keine Sorge, ich speichere mal vor solchen Geschichten. Okay. Ja gut, dann lassen wir das so. Der ist es einfach nicht wert, von uns vermöbelt zu werden. So sieht's doch aus. Halt! Tja. Waren wir hier schon bei dem See? Hallo, wer kommt? Ah, da hinten. So, warte mal, da unten ist auch einer. Dann hole ich mal den hier her. Ach Gott, hier ein junger Schakal. Komm her, da kriegst du einmal mächtig was aufs Gesicht. Oh, keine Ausdauer mehr, verstehe. Ja. Na komm, greif nochmal an. Okay, das war schon. Aber die bringen immerhin schon 40 EP. Ich vergesse das immer noch so ein bisschen, welcher Gegner wie viel bringt. Das. Ich glaube, die hier auch plus 10 oder so. Oh, halt. Nicht ganz ins Wasser. Tja. 5. Nicht untergehen. Jawohl. Oh, eine Seerose. Ach, guck mal an. Da hinten ist noch eine. Oh Mann, ich will eine Spitzhacke, wirklich.
Also hören Sie mal, kommen Sie da mal raus. Er will nicht. Ah doch, jetzt. Oh. Komm raus da. Mann. Ich glaube, ich werde mir eine andere Taste zulegen, um Sachen aufzuheben. Wollte ich mal probieren, wahrscheinlich in der nächsten Folge dann, dass ich das da mal teste. Ein Geschoss. Ach, schade. Das Buch können wir nicht mitnehmen. Das ist ein Beil. Da ist noch ein einsames Tierchen. Nein, doch, doch, doch. Ich habe ja sonst immer die Kombos, nicht heute unbedingt, die letzten Folgen halt immer mit der schweren Attacke ausgeführt oder angefangen. Ich würde jetzt auch mal die nächsten Kämpfe versuchen, einfach mit der schnellen Attacke mal die Kombos aufzubauen. Mal schauen, was das so im Vergleich an Schaden dann macht, ob sich das viel nimmt zum Ende hin oder wenig. Weil ich dadurch halt dann schon ja, ein bisschen mehr Ausdauer spare. Und es ist ja wirklich auch wichtig, die Kombos zu machen, weil sonst kommst du überhaupt nicht mit der Ausdauer zurecht. Und wenn du bloß so immer jedes Mal draufhaust, wie ich das am Anfang auch gemacht habe, keine Chance. Och. Ich glaube, das hat oben gerade an der Klippe automatisch gespeichert. Ja, was war denn das für ein Vieh? Die gar nicht gesehen beim Runtergehen. Da oben. Was zur Hölle? Ein Wühler. Zwei. Na, gegen einen würde ich es probieren, aber nicht gegen zwei. Wir kommen wieder. Ach, schade, ich kann in der Luft keine Waffen wechseln. Wo ist er? Da. Ja, es geht. Ui, einmal noch, dann bin ich auch tot. So, da unten liefen gerade welche, deswegen wollte ich da erstmal weg. Ja, es doch macht schon weniger Schaden mit dem leichten Schlag. Na klar, warum auch nicht? Ich glaube sogar schon ein bisschen mehr, weniger. Einmal heilen, was nehmen wir denn? So, noch ein drittes Brot. Fleisch. Da ist ein Raptor. Wollen wir das mal probieren? Oh, doch, 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 er hat schon gehabt. Okay, dann komm mal her. Guck mal, der ist gar nicht als Dings markiert. Ach krass, das hätte ich ja nicht gedacht.
Nice. Auch 40 EP. Wunderbar. Geil. Okay, das geht. Das war jetzt ganz so zwei Zähne, ein Knochen. Und was war das erste? Fleisch wahrscheinlich. Ich habe nicht gesehen, ob es einmal oder zweimal Fleisch war. Da war doch noch einer, wenn mich nicht alles täuscht. Na, dann können wir her, Bürschchen. Flups. Gucken, ob das auch so einer ist oder ob das ein Junger ist oder vielleicht einer mit einem Totenkopf. Die gibt es ja irgendwie, jede Gegner irgendwie in drei verschiedenen Formen. Halt normal, kleiner und nochmal stärker. Okay, der war gut. Ah, schade. Hat nicht ganz gereicht, weil die ersten zwei nicht getroffen haben. Der ist ja gerade weggerannt. Schnauze. Okay, die brüllen immer ganz gern rum. Okay, der hat zum Beispiel kein Fleisch gegeben. Aber greifen dann nicht sofort an. Also bei denen hat man schon so ein bisschen Zeit, zwischendurch mal dann doch eher mal einen Schlag zu landen. Okay, wunderbar. Können wir mal dahin schauen, was wir dort so finden? Ich habe nämlich vor, ich zeige das mal kurz, die Tasten Q und E sind hierfür, um hier oben zu navigieren. Die nehme ich aber sowieso nicht, weil ich das auch gut mit der Maus ganz schnell und fix eigentlich machen kann. Was, hier gibt's was Neues? Ach ja, die Handgranaten, die wir mal gefunden haben. Und dann eventuell das Aufsammeln auf E zu legen. War das nicht sogar so früher oder musste man das immer mit der linken Maustaste? Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls habe ich vor, das Aufheben auf E zu legen, damit ihr nicht andauernd auch unterwegs die Maus klicken hört. Die ist relativ laut, ich weiß, aber ich kriege das hier aufnahmetechnisch irgendwie nicht leiser hin. Elex-Trank haben wir auch noch. Attributspunkte plus 2. Wir haben noch einen kleinen Elex-Trank. Ja, die Sortierung ist halt für einen Eimer. Hier in dem, das wird ja später noch mehr, ne? Das ist ja noch lange nicht alles. Dass ich das halt das Aufsammeln und dann das Anreden. Vielleicht kann ich das umlegen auf E, das wäre super. Eine Sumpfspinne, genau. Mann, wie hänge ich denn hier fest? Nein! Fuck. Ah, ich hing da unter der Felswand fest. Okay, jetzt bin ich gewappnet. Gewappnet. Oh. Okay, die ist zwar auch totenkopftechnisch markiert. Aber vielleicht kann ich die mit einer geschickten Kombo aus den Socken hauen. Ah, die frisst Schaden, aber wenig. Eventuell ist er nicht so schnell im Allgemeinen. So bei dem Ding, die dreht sich nicht so schnell. Das ist ganz gut. Ah, shit. Nein. Um Gottes Willen. Ja, die macht immer diese zwei Sätze nach vorne. Ah, shit. Ja, ist egal, ich zieh's trotzdem durch. Ja, die spuckt hier auch was, wenn die mich damit trifft, dann war's das. Mach mal die Zweier-Attacke. Ah, fuck. Schade. Ja, die können wir kaputt kriegen. Das ist, dürfte passen, könnte aber halt ein bisschen länger dauern. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wie sie angreift. Ich muss aber erstmal hier ein bisschen weg. Shit.
Na komm her, du Vieh. Das hat nicht getroffen. Das hat nicht getroffen. Oh, veräppel mich nicht. Ja, bergab angreifen ist eigentlich immer ein bisschen doof. Ah, shit. Jetzt hat sie mich unter Kontrolle und nicht ich sie. Der Kampf davor war deutlich besser. Fuck, ich wusste es. Fuck. Ich hatte mir schon zu lange darum gestanden. Ja, du Mistvieh. Warte mal, ich heile mich mal vorher voll. So. Ah, ich glaube, ich brauche 2. Speichern. Gut. Oh nein, wo kommen die denn her? Das ist ja furchtbar. Okay, dann versuche ich doch halt eher stehen zu bleiben. Okay, die bewegt sich nicht, dann hau sie direkt nochmal. Nein, wie doof. Ihr habt's gesehen, dass... Ja, der ist da hängen geblieben und ich ganz rangesprungen. Ist aber auch... Oder eventuell sie auch mit der schnellen Kombo, dass ich ein bisschen Ausdauer übrig habe. Ich probiere es gleich mal. Das können wir bloß testen, aber theoretisch könnten wir die ja kaputt kriegen, ne? Es ist jetzt nicht... Es ist nicht... Also da gibt es agilere Gegner, jetzt ist die wieder hier unten so doof. Nein, 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 was machst du denn, du, mit deiner Kackrolle? Die will ich nicht, die brauche ich nicht. Das habe ich nicht nötig. Ich finde, die Rolle macht alles nur noch schlimmer im Kampf. Okay, Gott sei Dank. Ah, fuck, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank hat sie sich nicht zu weit gedreht beim... Moment, ich muss mal kurz die Tastatur anders hinlegen und mich neu ausrichten. So, nächster Versuch. Ja, die leichten Schläge bringen die nicht so zu schnell aus der Fassung. Die schweren, die verhindern dann doch mal, dass ihr schnell wieder angreift oder da wirbeln die noch ein bisschen durch. Vorhin lief es mal besser. Ich versuche es jetzt noch das eine Mal. Jetzt aber die Schräge ist wirklich doof. Vielleicht gehe ich mal mit der ein bisschen woanders hin. Weil nach unten kämpfen ist doof, nach oben kämpfen kann auch doof sein, dass sie dann auch nicht getroffen wird. Boah! Die haut aber oft zu, ne? So, jetzt fange ich an. Das gibt's mit einem Schlag. Ich war voll geheilt. Jetzt hat sie mich mit einem Schlag aus den Socken gehauen. Okay. Okay. Na gut, dann ja. Schade. Fuck. Scheiß Minecrawler. Ich weiß, der heißt hier anders, aber es ist einer. Es ist einer. Mist. Ui. Da liegen schon ein paar Tote rum da hinten. Ah, sind wieder diese Hornwölfe. Oh, Explosivbolzen. Kann ich die denn benutzen? Geht das?
Bolzen und keine Pfeile. Ich habe eh bloß noch 4 Pfeile. Plasmazelle. 10 Stück. Propaganda. Kommen wir auch wieder nicht ran. So viele Tresore. Findet man denn auch in der Nähe der Tresore die ganzen... die Zugangscodes? Gab's da was? Nee. Ach, der wollte da klettern. So, und da hatten wir noch was gefunden. Genau. Wo bist du? Haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen. Oder die wollten zurück in die Stadt aufbrechen, denn die liegen ja noch davon rum. Da war doch noch was. So. Gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und damit danke ich mich bei euch für heute fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.